Eine Brille. Miau. Das ist doch Simons Brille. Wie ist die denn hierher gekommen? Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Und wir müssen einen Mord aufklären. Mal gucken, ob wir hier alles Mögliche finden. Ja, Familienporträts. Und sonst nur die Leute, die wir hier schon angesprochen haben. Wo ist Baronin Dahlia hin? Wenn ich mich nicht täusche, ruht sich Baronin... Frau Baronin gegenwärtig im Nebenzimmer aus. Sie ist eine starke Person, aber nach einem solch schrecklichen Vorfall benötigt sie etwas Ruhe. Nun gut, würden Sie ihr bitte mitteilen, dass ich gerne etwas mit ihr besprechen würde? Selbstverständlich. Wenn Sie sich bitte einen Moment gedulden möchten, Herr Professor. Baronin Dahlia mag kühl sein wie ein Eiszapfen, aber die Vorfälle von heute lassen sogar sie nicht kalt. Luke, wenn du ein wahrer Gentleman werden willst, musst du anfangen, etwas mehr Mitgefühl zu zeigen. Oh, natürlich, Professor, tut mir leid, das war unangenehm. Frau Baronin empfängt sie nun. Gehen Sie einfach durch die Tür auf der linken Seite. Ah ja. The Tür of the left side of the room. So, let's go. Eine hübsche Vase. Hinweismünze. Von hier aus sieht man den ganzen Garten. Und noch eine Hinweismünze. Gut. Oh, ich passe besser auf, dass ich das nicht umwerfe. Ja. Dann, Nobel, Nobel, diese Frage. Wenn wir mit der Baronin mal reden. So. Frau Baronin, ich vermute, dass dieser Mordfall etwas mit dem goldenen Apfel zu tun hat. Wie bitte? Noch bin ich nicht absolut sicher, aber es scheint mir sehr glaubhaft, dass beides zusammenhängt. Und Sie denken, Ramon könnte etwas damit zu tun haben? Eventuell schon, noch fehlen uns jedoch die nötigen Informationen, um eindeutige Schlüsse zu ziehen. Ich verstehe. Wenn das so ist, habe ich eine Aufgabe für Sie, Professor. Finden Sie Ramon und bringen Sie ihn her. Es widerstrebt mir sehr, in dieser Angelegenheit als Verdächtige angesehen zu werden. Ich möchte sofort meinen Namen wieder reinwaschen. Wie Sie wünschen, Frau Baronin. Wir hören uns sogleich im Dorf um. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Nun, ich warte dann im Salon auf gute Nachrichten von Ihrer Seite. Kapitel 3. Die verschollene Bedienstete. Ne, der verschollene Bedienstete, logischerweise. Suche in St. Mystère nach Hinweisen und kläre Ramons Verschwinden auf. Der uns ja reingelassen hat, ne? Komm, speichern auf Doom hier. Krass. Auf... Nochmal klicky, klicky machen, aber hier sollte jetzt nichts mehr sein. Oh, das war meine Hinweismünze. Oh, Bild? Bild. Sieh dir einmal dieses Bild an. Was ist damit, Professor? Oh, ist das... Das ist doch Baronin Dahlia und sie hat ein Baby auf den Arm. Dieses Baby muss dann wohl Baron Reinholds Tochter sein. Flora war ihr Name, nicht wahr? Oh, was für ein niedliches Mädchen. Baronin Dahlia hat sich wirklich kaum verändert. Weißt du, Luke, man sagt, wahre Schönheit ältere nie. Nicht. Wie Sie meinen, Professor. Aber trotzdem ist es seltsam, wir sollten die Baronin dazu befragen. Erstmal Baronin. Entschuldigen Sie, wir bemerken soeben das Bild von Ihnen und Ihrer reizenden Tochter Flora.
Wie meinen? Das Bild von Ihnen, dem Baby, das im anderen Zimmer steht. Tut mir leid, Sie müssen sich irren, ich habe keine Kinder. Wie bitte, aber... Verzeihen Sie, Frau Baronin, es muss sich um ein Missverständnis handeln. Wie Sie meinen, wie dem auch sei, wir haben keine Zeit zu vertun. Finden Sie Ramon und bringen Sie ihn zurück, ja? Aber wenn es auf dem Bild nicht Baronin Dahlia ist, wir haben alles in der Welt, ist denn dann? Ich schlage vor, wir stellen dem Butler ein paar Fragen. Vielleicht kann er die Sache aufklären. Erstmal dem hier, weil er gerade da ist. Übrigens, Layton, man hört, Sie kennen sich mit Rätseln aus. Dieses Rätsel machte zur Zeit meiner Abreise in London die Runde. Ob Sie schlau dafür sind? Genug dafür sind, Gedöns. Rätsel 29. 5 Verdächtige. 5 Verdächtige werden im Polizeirevier verhört. Sie geben Folgendes zu Protokoll. A. Einer von uns Fünfen lügt. B. Zwei von uns Fünfen lügen. Na toll. C. Ich kenne diese Galgenvogel. 3 von uns lügen. D. Glauben Sie denen kein Wort. 4 von uns Fünfen lügen. E. Wir sind alle dreckige Lügner. Wir sind alle 5 dreckige Lügner. Ja. Die Polizei will nur diejenigen laufen lassen, die die Wahrheit sagen. Wie viele sind das? Naja, wenn einer sagt, dass einer lügt, sagen wir mal, der würde lügen. Dann würden ja... Das geht ja gar nicht. Wir sind alle 5 dreckige Lügner. Sagen wir mal, lügt. Dann würden A bis D die Wahrheit sagen. Aber jetzt die Frage, wer sagt jetzt die Wahrheit? Hier muss ich eine Zahl eingeben, ne? Ja. Ich sag mal 4 sagen die Wahrheit. That should do it. Oh, how impressive. Versuch es nochmal. Denk wie ein Detektiv und suche nach Widersprüchen zwischen den Aussagen. Widersprüche. Dieses Rätsel mag zunächst unlösbar wirken, aber eigentlich ist es ganz einfach. Nimm zum Beispiel E. Die sagt, dass alle 5 lügen. Wenn das stimmt, dann lügt sie selbst auch. E lügt demnach ganz sicher und wird nicht freigelassen. Ja, das ist richtig. Aber dementsprechend ist, wenn sie sagt, dass alle 5 lügen, dann würde sie ja auch lügen und würde dir ja die Wahrheit sagen. Das ist ein Widerspruch schon für sich. Also, macht's nichts. Ja, weil wenn sie sagen, alle 5 lügen, ja, dann lügt sie, dann haben alle 5 recht, was aber nicht stimmt, weil sie lügt. Also E ist auf alle Fälle schon mal eine Lügnerin. Wenn D sagt, glauben Sie denen kein Wort, 4 von uns 5 lügen, dann heißt ja nicht, dass er selber auch lügt. Die Wahrscheinlichkeit, dass E schon mal lügt, ist zwar groß, weil es geht ja gar nicht irgendwie. Dann einer von uns 5 lügt, dann würde nur einer lügen. E lügt auf alle Fälle. Es könnte sogar noch die Wahrheit sein. Dass 2 von uns 5 lügen und dennoch mehr, das ist irgendwie schon schwierig. Ich sag mal erstmal 1. Und zwar E. Auf alle Fälle.
Another puzzle solved. Richtig. Kann nur E sein. Stimmt genau, jeder Verdächtige hat eine andere Anzahl von Leuten der Lüge bezichtigt. Also demnach, wenn also demnach die Wahrheit gesagt hat, dann muss es ein einziger gewesen sein. Stimmt, einer hat dann die Wahrheit gesagt, die anderen haben gelogen. So rum ist das natürlich. Und zwar der mit den vier Lügen. Weil der eine sagte, den einer lügt, der andere zwei Lügen. Ja, aber es sind ja dann vier, die lügen. Die selber mit den fünf Lügen, es geht ja nicht, dem lügt sie ja selber. Ne? Wenn also jemand die Wahrheit gesagt hat, dann muss es ein einziger gewesen sein. Ja. Der nicht sagt, dass er lügt. Dazu passt nur die Aussage von D. Sieht aus, als wäre er ein freier Mann. Ja. So, jetzt haben wir das nochmal richtig erklärt. Hätte ihnen wohl ein schwieriges Rätsel geben sollen. Ja, ich dachte erst, die Frage war, wer lügt, aber die Frage ist ja, wer hat die Wahrheit gesagt? Das war nur einer. Setzen Sie Ihr Superhirn lieber ein, um den goldenen Apfel zu finden, auf den alle so scharf sind. Und ein Bauteil, okay. Und Rätsel 29. So. Hier ist wieder Matthew. Ah, Matthew, hätten Sie einen Augenblick Zeit? Selbstverständlich, wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um das Bild im Zimmer der Baronin, auf dem sie ein kleines Kind in den Armen hält. Ach ja, das alte Foto. Ich fürchte, das ist nicht Baronin Dahlia, sondern Frau Viola, die erste Gattin des Herrn Brun. Aber es überrascht mich nicht, dass Sie sich für Baronin Dahlia hielten. Sie glichen sich praktisch auf Zar, sogar ihre Bewegungen und Gesten waren fast dieselben. Die Dame auf dem Bild ist also gar nicht Baronin Dahlia, sondern die erste Gemahlin des Barons. Ui, das muss ja ganz schön unwahrscheinlich sein, dass sich zwei Menschen so sehr ähneln. Könnten die beiden vielleicht auf irgendeine Art verwandt gewesen sein? Wenn dem so war, dann ist es mir leider entgangen. Eines Tages kam Herr Baron einfach mit Frau Dahlia an seiner Seite in die Villa. Es ist leider alles, was ich über die Angelegenheit weiß. Entschuldigen Sie vielmals. Sie brauchen sich keineswegs zu entschuldigen, Matthew. Sie waren uns eine große Hilfe. Wie seltsam. Je mehr ich davon höre, desto undurchsichtiger wird die ganze Geschichte. Ja. Baronin Dahlia, wer ist das jetzt? Nochmal zu ihr gehen. Haben Sie schon herausgefunden, wo Ramon sich aufhält? Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt wieder raus. Hallo Katze. Eine Brille. Miau. Das ist doch Simons Brille. Wie ist die denn hierher gekommen? Das könnte schon unsere erste Spur sein. Wir sollten sie lieber gleich Inspektor Shelby zeigen. Was ist, Layton? Sehen Sie mal her, Inspektor. Diese Brille gehörte Simon. Wir fanden sie im Garten. Was zum... Die muss wohl auf den Boden gefallen sein, als Simons Leiche aus der Villa geschleppt wurde. Und außerdem betreiben sie hier etwa ein Fundbüro? Sollten sie nicht gerade das Reinhold-Erbe suchen oder was immer sie hier treiben? Wenn sie allerdings weiterhin meine Ermittlungen stören, muss ich mal ein ernstes Wort mit ihnen reden. Bitte verzeihen Sie meine Unbesonnenheit, Inspektor. Diesen Schemmel mag ich gar nicht. Er stinkt nach Rauch und ist so furchtbar arrogant. Und wie er sie behandelt, Professor, unglaublich. Luke, mein Junge, stör dich nicht daran. Wir haben Wichtigeres zu tun. Lass uns nach Ramon suchen. Suchen. Hallo.
Na sowas. Ihr schaut ja besorgt aus. Wo liegt das Problem? Entschuldigen Sie die Störung, aber haben Sie heute zufällig Ramon gesehen? Er war gerade noch hier. Heute habe ich ihn nicht gesehen. Schon seltsam, wenn man bemerkt, wie gern er die Arbeit schwänzt. Aber genug davon. Man hört, ihr zwei wärt ziemliche Rätselasse. Würdet ihr mir mit einem helfen? Ich grüble schon ziemlich lange darüber nach. Oh, ja gleich. Wir sind eigentlich gerade beschäftigt, aber wenn Sie darauf bestehen... Rätsel 30. In einem Zug. 1. Kennst du das Rätsel, bei denen man Figuren mit einem Zug zeichnen muss? Man zeichnet dabei die Figur, ohne den Stift abzusetzen oder dieselbe Linie zweimal zu zeichnen. Linien zu kreuzen ist jedoch erlaubt. Wenn dir das Konzept klar ist, dann schau dir die vier Figuren unten an. Einer der vier lässt sich nicht mit einem Zug zeichnen. Welche ist es? So, fangen wir mal ganz einfach an. Und zwar das hier. Hup, hup, hup. Moment. Hup. Hup. Ja, hup. Okay, kann ja auch auf der anderen Seite anfangen, aber... Wie soll denn das mit einem Zug gehen? Da würdest du ja hier am Anfang schon Probleme haben. Du kommst ja gar nicht mehr zurück. So. Ja, das hier geht. Das ist kein Problem. Das hier klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber da musst du erstmal hin und ein bisschen zurückgehen. Also auf einer Seite anfangen und dann irgendwie immer wieder zurück. Dann kommst du auch noch auf die andere Seite. Das Auto selbst. Wenn du jetzt einmal so rum, dann so, dann das Rad hier hinten. Fängst oben irgendwie an, machst dann das hier. Genau, das Auto müsste auch gehen, aber das hier oben ist irgendwie so ein bisschen komisch. That should do it. Wie das geht? Ah, I suppose. Wie schade. Sicher sieht es so aus, als wären alle Figuren in einem Zug gezeichnet worden. Aber sieh noch einmal genauer hin. Hä? Jede der Figuren sollte aus Linien bestehen, die sich an verschiedenen Punkten treffen. Wenn du eine einzelne Linie findest, die aus den anderen herausragt, weißt du, dass du dort mit dem Zeichnen beginnen musst. Versuche mit diesem Hinweis selbst auf die Antwort zu kommen. Achso, okay. Wenn eine Linie irgendwo rausragt, muss ich da beginnen. Das ist ja hier irgendwie einfach. Hier würde ich auch noch sagen. Na gut, dann wär's das Auto. Irgendwie. There we go. Auch nicht. Oh. How embarrassing. Nochmal. An manchen Punkten laufen mehrere Linien zusammen. Du musst darüber nachdenken, welche Linien dort zusammenkommen und welche davon wegführen, um herauszufinden, ob sich die Figur in einem Zug zeichnen lässt. Wenn du mit dem Stift an einen Punkt gelangst, an dem sich eine gerade Anzahl von Linien trifft, kannst du sicher sein, dass es auch einen Wegpunkt weggeben wird. So viel Text, den ich nicht verstehe. Kann's nur das sein, komm. Luke, here's my answer. I suppose I thought. Okay, damit ist klar. Das Rätsel, das haben wir ja hier schon mal am. Boah, dafür brauchen wir hier den letzten. Das, also, okay. Ist für mich das Unrealistische, aber okay. Critical thinking is the key to success. Äh.
Also hier. Okay. So, naja. Lol. Okay, da geht man also erst nach oben und dann so komisch nach unten. Das Auto. Okay, das Haus geht denn nicht. Jetzt irgendwie auch wahrscheinlich noch hinbekommen, aber wahrscheinlich geht's doch wirklich nicht. Das habt ihr gut gemacht. Ich hatte schon seit ewigen Kalten versucht, es zu lösen. Achtung, mein Junge. Ich hatte soeben eine Vision, dass ihr heute Nacht etwas Schlimmes passiert. Dass dir heute Nacht etwas Schlimmes passiert. Seht euch vor, ja? Es waren ja tolle Nachrichten. Aber keine Sorge, so leicht lasse ich mich nicht erschrecken. Bauteil. Sehen irgendwie alle gleich aus, die Bauteile, habe ich so das Gefühl. Können wir hier mal kurz nachgucken? Bauteile, die Bauteile, die du gesammelt hast, werden unten auf dem Touchscreen angezeigt. Berühre eines der Bauteile, um es zu positionieren. Was du damit wohl bauen kannst. Das ist ein Geheimnis. Okay. Einfach mal so hinbrusteln. Oh, mal gucken, was da später rauskommt. Okay, das war's dann aber auch erstmal für heute von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und dann suchen wir weiter Ramon. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr meint, ich bin totaler Rätsel-Noob, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Bis dann. Ciao, ciao.